Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Willkommen auf meinem Kanal, der Bastelhannes. Und zwar bauen wir die Junkers U88A-4 von Revell im Maßstab 1 zu 32. Das Besondere bei diesem Bausatz ist, das ist dieser Technikbausatz. Das heißt, da kommt Licht rein, die Propeller drehen sich nachher und allen drum und dran. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns gleich beim Bauen. So, jetzt werden diese kleinen Pinöbits erstmal zusammengeklappt. Erstmal zusammensetzen. So, mal kurz trocknen und kommen wir zum zweiten. Und dann noch einmal lang. Upsala. So, Kavetschen wir das nochmal kurz zusammen. So, lassen wir das mal schnell trocknen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann gehen wir einmal hier so kurz mit dem Messer hier so rüber. Dann haben wir auch die Kanten ein bisschen weg, falls da noch welche sind. Oder Kleberüberbleibsel. So, dann müssen wir mal gucken.
So. Einmal. Hoch nochmal rüber. Damit haben wir diese beiden Teile auch schon wieder fertig. Und dann kommen wir zu diesen schicken Teilen. So. Heißt wieder zusammen. Halten, kleben, so, da das ein bisschen laborig ist, müssen wir sehen, dass wir das möglichst anpassen, weil das hier so ein bisschen, ja, leicht biegt. Wenn ihr das hier so sehen könnt, müssen wir eventuell das hier mit dem Kleben ein bisschen vernünftig machen. Wenn ich doch nur nicht so einen Tattermann hätte. Upsa. Wo ist er denn? Wo ist ich denn? So. Mal hier. Kopfende oder Fußende oder weiß ich nicht was für ein Ende. Und dann einmal rangedrückt und trocknen lassen. Nummer zwei, ach Moment, wir haben ja noch eine Sache hier bei dem, eine Sache hier, ein Stückchen mitten in einer Sache, Ray. Und zwar kommt dieses Teil hier raus. Und jetzt sind wir fertig. Jetzt sind wir fertig. So. Hier ist jetzt zum Beispiel so ein bisschen vorstehend. Mal gucken, was wir das dann mit dem Kleben hinkriegen. Das ist immer Stückchen für Stückchen. Futzelchen für Futzelchen. Schon wieder Kleber. Ach, Menno.
Wo ist er denn? Wo ist ich denn? Wo ist ich denn? So. Kleben wir mal erstmal hier alle so ringsherum. Jetzt mal den hinteren Teil erstmal und dann kümmere ich mich da um das Zwischenteil. Da das ja beweglich ist, wie gesagt, kann ich da ja noch was machen. So. Fest, fest, fest. Und hier nochmal. Einmal lang. Einmal andrücken. Dieses komische Dingelchen dran. Lassen wir dann trotzdem mal erst ein bisschen anziehen. Und dann kümmern wir uns um dieses Ding da vorne. Und machen das denn. So, das muss ich mal anziehen und dann gucken wir, dass wir da gleich nochmal weitermachen. So, jetzt kümmern wir uns hier drum. Jetzt geht erstmal mein Handy, bin gleich wieder da. So, jetzt können wir weitermachen. Wenn die Chefin anruft, dann müssen wir rangehen. Also die Hausherrin, die Oberhaupt der Familie und so. Kurz entrücken und hoffen, dass es klebt. Schaut aber ganz gut aus. In der Zeit, wo das hier ein bisschen trocknet, schmeißen wir mal nicht den Kleber um. Gehen wir nochmal hier so rüber. Jetzt klingelt es auch noch, bin gleich wieder da. So, vielleicht werden wir jetzt nicht mehr unterbrochen. Erste Telefon, dann irgendeine Werbeklopsköpfe wieder, die einen heute an der Tür verkaufen wollen. Ach, wie ich sowas hasse. So. Zack, zack, zack. Oh, hat das hier halten? Sieht gut aus, Leute. Sieht gut aus. Mal hier rübergehen. So.
So, haben wir die Teilzahl auch fertig. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes brauchen. So, jetzt wird es gleich wieder witzig. Erstmal müssen wir hier eine weißen Dings hier einfuddeln. Weil die Kabel sind ja da schon drin. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das dann hinkriegen. Das war jetzt so ranstecken. Übrigens hier wieder der Tipp, ne, von einem YouTuber oder einem Kommentar. Und zwar ein bisschen. Moment. Ein bisschen nass machen. Und schon fliegt mir das Zeug nicht mehr weg. Wir sollten noch da drin bleiben und dann haben wir das auch geschafft. Aber ich glaube, das mit diesen Klappendingern. Aber es funktioniert auch mit diesem, mit dem, jetzt mal schnell Zahnstocher und das nass machen. So. Jetzt müssen wir sowieso erstmal testen, wie wir das Ganze mit der Beleuchtung machen, dass die auch hier durchleuchtet. Weil die ja doch so ein bisschen blöd angebracht sind. Also blöd ist relativ, aber dass die natürlich auch so leuchten und trotz alledem das zusammengeht. Das müssen wir uns jetzt erstmal ganz kurz mal angucken, wie viel Platz wir denn da noch haben. Das wird ja spaßig. Gut, das ganze Gedöns muss ich mir jetzt erstmal angucken. Und dann kommt dieses hier rein. Vorher, liebe Leute, müssen wir natürlich auch irgendwie hier so einen Durchgang machen zu diesen. Dafür habe ich mir eine schöne Rundpfeile. Und damit kann man so schön sauber hier eine kleine Kuhle reinmachen. Schön fein und säuberlich. So, und schon haben wir hier neben diesem Dings etwas zum Durchliegen, soweit dass das Kabel möglichst sich noch bewegt oder so. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist natürlich jetzt blöd gewesen, dass ich das so gemacht habe. Aber jetzt machen wir erstmal auf der anderen Seite ganz kurz nochmal ein so ein Teil rein, so ein Löschlein. Und zwar zack, und schon haben wir es. Eine schöne Kuhle, wo wir was durchführen können.
So. Jetzt müssen wir erstmal alles hier so ein bisschen zusammenhalten versuchen und dann gucken, wie wir das jetzt alle dran kleben. Am besten vielleicht nehmen wir das jetzt doch nochmal so rum. Und das ist das Falsche. Das wäre das Richtige. Aber. Ach Mensch, ey. Das geht ja ja nicht. Da hätte ich mir auch so ein Löschlein reinmachen sollen. Dann bin ich jetzt mit dem Kabel da durch. Da muss ich mir noch daneben an noch so ein kleines bisschen Freiheit nehmen. Blöd, weil das hier mit dem Kabelze und alles hier so natürlich nicht ganz so einfach ist, nicht wahr? Aber wir haben ja noch ein bisschen Kabel hier. Dann gucken wir uns das mal an, wie wir das hier so verlegen. Aber vorher sollten wir vielleicht noch mal kurz testen, ob auch wirklich alles funktioniert, bevor wir wieder alles zusammenbauen. Zack. So, eine Seite haben wir soweit schon mal fertig. Und dann jetzt einfach mal ein bisschen kleben, Leute, kleben. Verdammt. Hilfe. So. Gut, also eine Seite hat schon mal funktioniert. Jetzt hoffen wir doch mal, dass die zweite Seite auch noch so irgendwie funktioniert. Da müssen wir allerdings auch jetzt erstmal gucken, wo wir hier durch sind. Also auf der Seite, das heißt, ich muss auch auf der Seite was ein bisschen so, dass wir da auch durchkommen. Gut, dann kleben wir das gleich erstmal, ich bereite nur kurz was vor, dann kleben wir gleich den anderen nach. So, dann haben wir jetzt auch die Seite. Da
dann noch mal ein bisschen von unten kleben. So. Oben, unten, Mitte. So. So, liebe Leute, das war wieder ein Video von der Junkers A, von der Junkers U 88A-4 im Maßstab 1:32 von Revell. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schaut wieder beim nächsten Mal rein, wenn wir weiterbauen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann, euer Bastlanes. Ciao, ciao.